CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen einen Beschluss fassen, dass das Anpassungsverfahren gemäß § 11 Absatz 4 des Abgeordnetengesetzes auch für die jetzige 19. Wahlperiode des Deutschen Bundestages wirksam bleibt. Das klingt technisch, und das ist auch so. Vor allen Dingen ist es allerdings nichts Neues. Es ist die Verlängerung einer jetzt schon bestehenden Regelung. Wir beschließen heute schlicht, dass die Entwicklung der Abgeordnetenentschädigung, also der sogenannten Diäten, weiterhin an den Nominallohnindex in Deutschland gekoppelt bleibt. Unsere Bezahlung ist damit weiterhin, wenn der Beschluss gefasst wird, abhängig von der Lohnentwicklung der Beschäftigten in unserem Land. Und ich finde, das ist durchaus transparent und sehr nachvollziehbar. Wir beschließen, nur weil es manche möglicherweise anders gelesen haben, wir beschließen heute keine Diätenerhöhung. Wir beschließen möglicherweise sogar eine Diätensenkung. Es kommt nämlich auf die künftige Entwicklung der Löhne in Deutschland an. Und wir sind damit möglicherweise das einzige Parlament, das sich ein Stück weit erfolgsorientiert bezahlen lässt. Und das wird manchmal anders dargestellt, aber ich glaube, wir müssen mal darauf hinweisen, diese Regelung haben wir Abgeordneten gar nicht getroffen. Nur in letzter Konsequenz haben wir ihr zugestimmt. Diese Regelung haben sich Experten einer Kommission ausgedacht, einer sogenannten Expertenkommission, die ausdrücklich von uns beauftragt wurde, sich mit dieser Sache zu beschäftigen. Wissenschaftler, Handwerker, Gewerkschafter, alle gesellschaftlichen Gruppen waren darin enthalten und haben uns diesen Vorschlag gemacht, bei einer stets, wie ich finde, zu Recht kritisch beäugten Entschädigung von Abgeordneten. Und wir haben uns diesem Vorschlag auch sozusagen angeschlossen, weil vorher ja immer der Vorwurf der Selbstbedienung im Raum steht, ein bisschen gekoppelt mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, das ja sagt, die Abgeordneten müssen ihre Entschädigung selbst regeln, ihre Diäten selbst regeln, das kann kein anderer tun. Aber wir haben die Expertenkommission beauftragt, uns da Vorschläge zu machen. Und das, was wir heute verlängern wollen, was also schon in der letzten Legislaturperiode galt, ist der Vorschlag dieser Kommission. Und deswegen halte ich es auch für richtig, diesen Vorschlag heute zu verlängern. Unmittelbar nach der Bundestagswahl hat uns der damalige Bundestagspräsident darauf hingewiesen, dass wir den Beschluss auch zügig fassen wollen. Auch den Zeitpunkt haben wir uns also jetzt nicht selbst ausgedacht, sondern es gibt eine Frist von 3 Monaten, die ermöglicht, innerhalb dieser Frist ist es erforderlich, diesen Beschluss zu fassen. Dem kommen wir heute nach, deswegen die heutige Abstimmung. Wir wollen als CDU/CSU an diesem bewährten und offenen Verfahren festhalten. Deswegen stimmen wir diesem Beschluss zu. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael Grosse-Brömer. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Carsten Schneider.